Wir werden uns Fragen stellen wie, wer kann in dieser Stadt von Musik machen leben? Wofür gibt es vielleicht sogar Förderungen? Und manche Musikerinnen wissen gar nicht davon. Wer identifiziert sich ab wann, ab welcher Stufe im Laufe der eigenen Karriere als Musikerin, als Komponistin oder als Filmemacherin? Wer beansprucht auch für sich, für diese künstlerische Arbeit fair bezahlt zu werden? Ja, wir haben es gehört, wer gibt den Ton an? Ich finde das eine wunderbare Frage, ich finde es eine passende Frage, weil wer gibt den Ton an, eine Frage ist, die sich eigentlich an die Akteurinnen, also die Musikerinnen, die Künstlerinnen wendet, aber natürlich auch an die Verantwortlichen wendet. Und in dieser Frage steckt unglaublich viel drinnen. Wer gibt den Ton an, heißt, wer hat welche Ressourcen, wer bekommt welche Förderungen, wer bekommt welche Bühnen, wer bekommt welche Sichtbarkeit. Das heißt, da steckt unheimlich viel drinnen von dem, was uns heute auch beschäftigen wird. Warum kommen weniger Frauen zum Zug? Warum unterliegt die Förderpolitik einem Gender Bias, obwohl sich viele darum bemühen? Aber irgendwie haben wir noch nicht ganz die richtigen Stellschrauben gefunden. Die Herausforderung ist nicht, dass wir zu wenig exzellente Menschen in Wien haben. Die Herausforderung ist, dass zu wenig exzellente Menschen von ihrer Arbeit leben können. Und an dem müssen wir arbeiten. Es geht jetzt darum, dass man die Gendererhebungen wirklich in jeder Weise tut, nach Anzahl der Stücke, nach der Länge der Stücke, nach der Wiederholung der Stücke, also was wird mehr gespielt. Und da ist jetzt eine Statistik aus Amerika, aus US-Amerika, 2019-20, wo eben also das Missverhältnis drastisch zu sehen ist. Ein Missverhältnis, dass also Beethoven 10%, Frauen 6%, ein Missverhältnis, was wirklich unserer Kultur, was unsere Kultur verengt, unsere Programme verengt und uns schadet letztlich. Und ich würde gern sagen, dass eigentlich die Krise, in der wir stecken jetzt, eine Chance ist. Denn wenn die Leute eh nicht mehr ins Konzert gehen zu Beethoven und Rossini, warum spielen wir dann nicht gleich auch ein bisschen was anderes, ne? Also die Statistiken sind elend und verbessern sich sehr wenig. Es gibt Studien vom Deutschen Kulturrat, dass eben der Anteil sehr gering ist. Werke von Frauen fehlen beim Neujahrskonzert, bei Berliner Klavierfestival, Luzernfestival. Es sind verschleiernde Messmethoden, wie Wien Modern mit weiblicher Beteiligung. Jedes Genre ist unbalanciert. Es ist nicht eine Frage der Zeit und es ist die Popularmusik auf der MDW auch unbalanciert. Also es ist nicht, wir können nicht darauf warten, dass sich mit einem neuen Genre etwas ändert. Ich muss auch sagen, leider ein neues Unternehmen, eine neue Institution, sei es eine Musikinstitution oder sei es ein Fernsehsender, ist noch unbalancierter. Also wenn nicht dieser Maßstab angelegt wird, dann ist die Genderbalance geht flöten. Und warum soll sie angelegt werden? Weil es von unserem Steuergeld ist und weil ich immer so flapsig sage, ich wäre ja auch nicht gendergerecht besteuert. Ich zahle ja genauso viel Einkommensteuer wie ein Mann. Also Zitate haben wir genug im Beirat, dann dürfen wir kaum ein Projekt durchgehen lassen. Die Wiener Philharmoniker haben uns jetzt ein bisschen Munition geliefert, die Zeit wird kommen. Frauenpreise mit Männerliedern,
Ich selber habe 30 Jahre gehört, zuerst habe ich einmal 15 Jahre gehört, ich soll nicht immer über die NS-Zeit reden. Und dann habe ich gehört, ich schieße über das Ziel hinaus, auch ihre Kolleginnen sagen schon, es geht nicht um Geschlechtsteile, es geht um eine Haltung. Aber auch das wissen wir. Ich muss auch leider, wir bemerken es alle, viele Geschäftsberichte von Musikinstitutionen haben noch immer keine Gender-Evaluation. Eben auch neue Musikschulen werden so gegründet, dass dort in der Leitungsebene 3 Männer sind, in der Ebene darunter 6 Leute, davon 5 Männer. Meiner Meinung nach geht das nicht mehr. Es ist auch nicht notwendig. Ja? Bad News haben wir genug. Da war unlängst im Standard die Jess Wade, die schreibt Wissenschaftlerinnenbiografien. Und die werden dann von Wikipedia als irrelevant. Also wer erklärt, was relevant ist? Es gibt Voreingenommenheit, es gibt, würde ich wirklich sagen, lausige Forschung, es gibt Unterstellungen. Also die Musikwissenschaft schaut nicht genau, was hat die gemacht, was könnte sie gemacht haben, was ist an Dokumenten da, was etwas zeigt, ja. Es gibt, also zum Beispiel eben das Tobi Reiser singen, gut, das war ein Nazi, okay, aber da war die Annette Thoma auch dabei. Es gibt auch diese Lieder. Und apropos nennen, wer alle an diesem Strang zieht, das ist natürlich die Eva Neumeier auch in Salzburg, wo man riesig dankbar sein muss. Und ich habe auch schon gesehen, dass die Marianne Fiegel aus Salzburg da ist. Also ich finde es schön, dass ein paar Leute an dem ziehen und das, da müssen wir zusammen uns tun. Good News, es gibt Einzelne, die Petitionen starten, wie ein Teenager. Der Film, vor allem eben die Eva Spreizhofer, aber sie ist unterstützt von Männern, das sagt sie immer, vom Ivan Ciano oder so. Der Film macht uns vor, man muss für eine genderbalancierte, strukturelle Förderung, das ist das Ziel, nichts anderes. Es gibt keine Quote mit 25%, 30%, 45%. Die bildende Kunst ist auch ein großes Stück weiter. Dieser schöne Blog von der Nina Schädelmeier hat jetzt da einen neuen Eintrag mit den Galerien. Auch die Architektur ist vor der Musik. Ich habe jetzt gerade wieder gelesen von der Elke Krasny, Stadt der Frauen, diese Wege durch Wien. Es ist wie in der NS-Forschung. Die Musik ist die letzte. Es war die Architektur vor uns, es war die Literatur vor uns. Die Musikwissenschaft macht das am spätesten. Es ist ganz, ganz erstaunlich, ja. Die Institutionalisierung des Musiklebens hat die Frauen irgendwie hinausgeschrieben. Also wir haben für den Sonnleitner eine Tafel in Wien, aber die Fanny von Arnstein kennt kein Mensch. Jetzt ist endlich ein Buch über sie geschrieben worden, aber nicht von der Musikwissenschaft ausgehend, sondern von der Publizistik. Ist uns das wurscht, dass eine Frau die größte Institution in Österreich begründet hat? Was ich jetzt auch finde, ist, Tradition ist so ein Tarnbegriff für Kanon und Rituale. Also das war eben immer so und da hat man sich geprügelt oder da haben Männer, das haben eben nur Männer gemacht oder so. Und was ich immer mehr merke, ist, dass die österreichische Nachkriegszeit ein Krieg gegen die Frauen war in den Musikinstitutionen, vielleicht in anderen auch. Wir haben jetzt eine Verantwortung, dass dieses Land dort nicht ganz zurückfällt und dass, wenn es wieder sich aufbaut, dass dann diese Gedanken mitgebaut werden. Und wir haben genauso eine Verantwortung mit Russland. Wir sind auch in Kontakt mit russischen Kuratorinnen und Komponistinnen, weil die natürlich auch leiden unter dieser Situation. Und vielleicht gibt es da auch einmal Möglichkeiten. Ich höre nur von den Botschaften, dass da einiges unternommen wird, um zu helfen. Und das finde ich einmal schon gut. Wir haben eben dann ein Projekt begründet, der Verein heißt Mäzenatentum.at, weil ich glaube so sehr an Mäzene und Mäzeninnen und ich glaube, dass dieses Produktionsfeld Musik ohne Mäzene und Mäzeninnen nicht existieren würde. Mein verehrter Paul Wittgenstein, meine geliebte Lili Lisa. Und daher haben wir dann einen Verein gegründet 2007 und haben dann dieses Projekt Musica Femina draufgestellt. Und draus zum Beispiel geworden ist eine Ausstellung oder auch eine Okto-Sendung. Wir haben sofort versucht, alles zu filmen. Brauche ich Ihnen nicht sagen. Alles, was nicht gefilmt ist, war nicht da. Und habe jetzt auf Okto eine Fernsehserie, die heißt Das Frauenmusikzentrum im Fernsehen, Musica Femina. Und draußen ist auch ein kleiner Ausschnitt, also ein Zusammenschnitt. Und auch diese heutige Veranstaltung wird von Okto aufgenommen und wird dort gesendet. Und das war dann die CD, ein Doppelalbum und wir spielen heute 5 Stücke draus.
Und das Schöne bei so etwas ist, es wollen dann viele dabei sein und man merkt erst, wie viele es gibt. Sie werden, wenn Sie das sehen, draußen gibt es die CD noch, Sie werden vielleicht viele vermissen. Denn es gibt wirklich viele gute österreichische Komponistinnen und es sind bei Gott nicht alle, na, bei wem auch immer, drauf. Ja. Gut, und dann glaube ich wirklich, dass wir an Frauenmusikplattformen mehr arbeiten müssen. Wir haben Musikplattformen, wir haben auch Frauenclubs, aber ich muss sagen, unsere Ausstellung und unsere Tätigkeit ist weder von Club Alpha, da war ich vielleicht wirklich die Falsche, noch von sonst wem unterstützt worden. Ich glaube, dass Frauen, wenn sie miteinander arbeiten, dass sie einander mehr die Sichtbarkeit, dass sie eine Verantwortung haben, einander zu zeigen, Interesse und auch im beruflichen Feld Interesse. Ja? Gender Budgeting in jeder Weise, denn wir versäumen Wertschöpfung. Wenn wir die Frauen, die wir ausbilden an den Unis, wenn wir die dann nicht zum Zug kommen lassen, sei es als Professorinnen, als Leiterinnen, dann haben wir weniger Steueraufkommen, weil sie weniger verdienen, dann brauchen sie vielleicht mehr Sozialleistungen und dann ist also quasi die Wertschöpfungskette nicht genützt. Die Leitungen von Musikausbildungsstätten muss genderbalanciert sein, wenn es keine Privateinrichtung ist. Wenn jemand sich privat eine Schule macht, kann er dort 25 Männer hinsetzen oder was auch immer. Aber wenn diese Stelle, diese Schule gefördert ist, kann das nicht mehr durchgehen. Eben die Krise ist eine Chance. Ich bin auch für eine Stiftung. Der Nationalfonds und der Zukunftsfonds haben in Österreich Wunder bewirkt. Diese Stiftungen haben Wunder bewirkt, dass irrsinnig viel Forschung möglich war, an kleineren Dingen. Das ist ganz wichtig. Ja, und das Beste ist, wenn wir das alles tun, heben wir die Qualität. Und ich habe dafür ein paar ganz tolle Beispiele. Zum Beispiel die Parteimitgliedschaften. Die Frauenlexika, die wenigen, die wir haben, haben von Anfang an zum Beispiel NSDAP-Mitgliedschaft mitgenannt. Das haben sie sich getraut, ja? Und das ist ganz wichtig. Wo war jemand zum Beispiel Mitglied? Bei der Kirche, bei welcher Kirche, bei einer Partei, bei welcher Partei? Also die Biografie wird genauer. Und ich glaube auch, und das sehe ich jetzt schon, dass wir uns mehr überlegen müssen, weil das Angebot größer ist, warum wir diese Musik programmieren, warum wir die jetzt spielen, warum wir die auswählen. Ich denke, dass im bisherigen Musikbereich, vielleicht nicht unmittelbar bisher, aber lange Zeit war doch die Auswahl der Schüler von dem, der war vielleicht irgendwo noch Direktor oder Lektor in einem Verlag. Also die Auswahl war sehr viel auf persönliche Parameter und ich glaube, dass das Aufmachen des Angebots eben, das wird diverser, auch die Komponistin hinein, hebt letztlich das Qualitätsniveau. Und das wäre dann meine Wunschliste. Danke. Ich trage bei solchen Vorträgen immer wieder gern Zahlen vor und habe mich mit einem Thema beschäftigt, das mich zunächst frustriert hat, weil ich mich damit beschäftigt habe, wie schaut es mit Fair Pay eigentlich dort aus, wo wirklich gut bezahlt wird, also zum Beispiel im Staatsopernorchester, und wie schaut es denn dort auch mit der Frauenförderungspolitik aus, und bin der Sache dann nachgegangen. Und um positiv einzusteigen, fange ich jetzt einfach mit zwei Good Practice Beispielen an zum Thema, ist es möglich, Frauen ausgewogen zu programmieren, also einen ausgewogenen Frauenanteil im Programm zu haben. Und habe dann nachgefragt und es hat mich sehr gefreut, dass ausgerechnet von zwei männlich geführten Festivals es tatsächlich ein Monitoring gibt, was sensationell und wichtig ist, ja, aber nicht selbstverständlich. In einem Fall ist es ein großes Festival in Wien, das WEFS Vienna, das da ein Bewusstsein entwickelt hat und auch ein Monitoring macht des eigenen Frauenanteils im Programm 2022.
53 Mal Flinter, also die zählen nicht Frauen, sondern die zählen eigentlich sozusagen auch nicht-binäre Menschen, Agender und so weiter, und 47 Mal Male. Und dann hat mich auch interessiert, weil ich das seit Jahren verfolge und da immer wieder Vorträge dazu halte, wie schaut es denn da im zeitgenössischen Musikbereich aus? Großes Festival, wiederum von einem Mann geleitet, Wien Modern. 48 Komponistinnen und 65 Komponisten, das ist von 50% entfernt, aber da muss man auch sagen, das ist eigentlich sensationell im Vergleich dazu, was in den vergangenen Jahren der Fall war, und da hat sich wirklich was getan. Also da bemüht man sich aus, über den Tellerrand zu schauen und aus der eigenen Blase heraus auch zu kuratieren und proaktiv das zu befördern, dass der Frauenanteil einfach steigt. Zahlen, 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 die gesetzlichen Grundlagen, ja, und da kommt die öffentliche Hand ins Spiel. Es gibt ein Bundesverfassungsgesetz, da drinnen gibt es einen Paragraphen zum Thema tatsächliche Gleichstellung von Mann und Frau. Dann gibt es seit 2010 einen sogenannten nationalen Aktionsplan zur Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt. Und es gibt seit 2016, weil ich bin dann natürlich dieser Frage nachgegangen, wie ist das jetzt wirklich im Wiener Staatsopernorchester und seit wann und so weiter, gibt es dort eben Frauen und was tut man dazu? Und dort gibt es einen Frauenförderungsplan, aber erst seit 2016. Ja. Und 2016 habe ich mir angeschaut, waren bei den Philharmonikern wiederum, das ist also etwas schiefer Vergleich, aber da gab es 12 Frauen von 138, jetzt gibt es 23. Und dazu muss man sagen, also bei der Besetzungspolitik in diesen Orchestern ist natürlich die öffentliche Hand in einer direkten Verantwortung und die nimmt sie auch wahr, aber man sieht schon an den Jahreszahlen, dass das einfach sehr, sehr lang gedauert hat, bis das dann wirklich in die Gänge gekommen ist. Aber diesen Frauenförderungsplan gibt es. Es gibt sozusagen auch... Der bezieht sich nicht nur auf Ausschreibungen und dass explizit erwünscht wird, dass sich Frauen bewerben. Da geht es auch um Sprachregelungen und da geht es um Mentoring und so weiter. Und ich habe jetzt auch bei den Wiener Philharmonikern nochmal nachgefragt, wie denn das dort ausschaut. Also was die Wiener Philharmoniker jetzt wiederum wirklich beeinflussen können, ist dann die Zusammenarbeit möglicherweise mit einer Dirigentin oder ja, um irgendwann mal beim Neujahrskonzert dann auch eine Dirigentin zu haben. Also wenn man jetzt Menschen fragt, wie haltet ihr das denn eigentlich jetzt mit der Besetzung von Frauen oder mit der Programmierung von Frauen oder was macht ihr da, dass das Erste, was man zu hören bekommt, dann ist, ja, es geht ja eigentlich um die Qualität. Weil das ist wirklich erstens eigentlich eine Frechheit und zweitens ein Denkfehler, weil es geht immer um Qualität. Ja, ich besetze, ich programmiere, es geht immer um Qualität. Aber der Punkt ist, wenn ich das ändern möchte, dann muss ich aus meinem Netzwerk heraus, aus meiner Blase heraus und ich muss wirklich proaktiv und aufsuchend meine Aktivitäten und meine Strategie im Vorfeld der Programmierung anlegen, damit mir das gelingt. Und es kann gelingen und das ist die Benchmark. Und damit möchte ich schließen. Ich möchte jetzt ein paar Stimmen aus der Szene zusammenfassen und sage vielleicht noch ein Wort zum Österreichischen Musikrat. Wir sind ein Dachverband, setzen uns für die Interessen von Musikschaffenden ein, etwa 350.000, von Profis bis zu den AmateurmusikerInnen und alles dazwischen. Wir lobbyieren also bei der Politik in erster Linie. Zum einen wurden mal zwei Grundsatzprobleme angesprochen. Die Valorisierung, also es gab in den letzten 15 Jahren keine Valorisierung des Kulturbudgets. Das heißt auch, Vereine können keine KünstlerInnen anstellen. Das heißt auch, die Lohnnebenkosten steigen, während das Fördervolumen gleich bleibt. Und viele bewegen sich dann in einer gesetzlichen Grauzone, weil sie eigentlich anstellen müssten, wollen, würden, aber nicht können. Und das Zweite, was angesprochen wurde, dass gerade bei kleinen Projekten und kleinen Kulturvereinen die Förderabrechnungen oft sehr komplex und umfangreich sind und hier also in Frage steht, ob sich das noch ausgeht mit den vorhandenen Ressourcen. Dann wurde mir berichtet, mehrfach eigentlich, von problematischen Förderpraktiken in bestimmten Förderschienen. Und zwar geht es darum, was passiert, wenn eine
Förderstelle nicht den Betrag, um den man angesucht hat, gibt, sondern zum Beispiel nur die Hälfte. Wie schaut das aus? Also ich reiche eine Förderung für ein Projekt ein, ich habe das wunderbar transparent und realistisch kalkuliert, kostenwahr nennt man sowas, und habe vielleicht verschiedene Fördergeber, reiche das ein und die Stelle bewilligt mir das zwar, aber streicht mir 50% von dem Betrag, den ich gern hätte. So, die Konsequenz davon ist, die Künstlerinnen setzen ihre Gagen herunter, weil sonst können sie das Projekt nicht machen, und fangen an, ihre Projektmanagement und Leitungskosten ehrenamtlich zu machen, also nicht mehr zu budgetieren. Das ist die Konsequenz und das ist auch, weil ich im FairP-Prozess nicht keine Mitarbeiterin des BMKÖs, sondern ich arbeite vom ÖMR aus hier mit, so eine Förderpraxis lehnen wir ab, das ist nicht FairP. Also bitte trauen wir uns was, bewerben wir uns, reichen wir ein mit fair kalkulierten Sätzen, damit all diese Anstrengungen in den Förderstellen dann auch irgendwie Früchte tragen. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank, Eva-Maria Bauer, für diese wirklich sehr klaren Appelle. Ich kann sagen, ich habe was gelernt. Also das ist genau das, was Sie zum Schluss nochmal angesprochen haben. Förderanträge, also nachdem die, so wie Sie erzählt haben, erfahrungsgemäß meistens dann, wenn stattgegeben wird, halt trotzdem nur ein Teil davon. Also gleich so kalkulieren, dass man vielleicht wenigstens ein Drittel mehr beantragt, als man tatsächlich braucht. Na, ist ganz ernst gemeint, ne? Also damit dann das, was man wirklich braucht, um ein Projekt zu realisieren, möglich ist. Ich glaube, dass das Menschen, die gut mit Fördergeldern arbeiten und wirtschaften, genauso machen. Ich habe auch gelernt, Kinderbetreuungseinrichtungen, wir sollten uns überlegen, ob es da nicht vielleicht wirklich noch andere Kinderbetreuungseinrichtungen braucht für Freiberuflerinnen, Künstlerinnen. Also wir brauchen einfach andere Zeiten. Das wissen ganz viele, die hier sitzen. Ne? Und ich habe gelernt, so ähnlich wie bei Elternvereinen in der Schule, ne, da denkt man sich immer, das soll irgendwer anderer machen, ist mir wurscht und macht sich ganz klein. Und dann denkt man sich, um Gottes Willen, wer macht denn das? Ja? So ist es vielleicht auch mit den Gleichbehandlungsbeauftragten in den verschiedenen Unternehmen. Also vielleicht müssen wir da auch ein bisschen wacher werden und uns nicht darauf verlassen, dass das irgendwer schon irgendwie machen wird, sondern uns wirklich darüber Gedanken machen, wen wollen wir denn in solchen Positionen, damit dann auch was passiert, damit dann auch dort, ja, gut gearbeitet wird. Und das nehme ich jetzt gleich als Überleitung zur nächsten Impulsgeberin und Rednerin hier. Ich freue mich schon sehr auf Miassa Kreid, die mir und uns im Vorfeld geschrieben hat, einen ganz schönen Satz, ganz kurz und ganz prägnant, den schreiben wir mal so ganz groß da oben hin, der heißt: Transformation, die wir uns alle wünschen, ist ein Verb. Also wir müssen das machen. Und Förderpolitik ist nämlich eine Stellschraube für diese Transformation. Miassa Kreid ist Künstlerin, Rapperin, Performerin, hat eine Kunstfigur geschaffen, die man sich auf YouTube anschauen kann, aber hallo, da geht die Post ab, KDM, die Königin der Macht, spielt mit sämtlichen Klischees, sehr erfolgreich und ist irgendwie ganz spannend, wenn man sich das anschaut, also auch lustig, aber auch so ho, also was ist denn das, womit ich tatsächlich als Frau ständig, oder nicht ständig, aber immer wieder zu tun habe und konfrontiert bin in diesem Leben, KDM. Sie ist Kultur- und Sozialanthropologin, ich habe irgendwo gelesen, Sie bezeichnen sich manchmal auch als Herzpädagogin, was ich sehr schön finde. Sie sind Trainerin im Bereich Antidiskriminierung. Und Sie haben uns geschrieben, es gibt Bemühungen in den Kultur- und Musiklandschaften. Das sieht man schon, es hat sich schon ein bisschen was getan. Aber wir müssen uns die Ausschlussmechanismen und die diskriminierenden Strukturen immer wieder und noch immer genau anschauen und sie verstehen, um dann, bitte schon, irgendwann doch noch weitreichendere Veränderungen zu implementieren. Das Ziel wäre die Abschaffung des Patriarchats. Aber gut, da sind wir noch nicht angelangt. Herzlich willkommen, Miassa Kreid. Dankeschön. Der letzte Satz, wohl inspiriert aus dem Kunstprojekt. Aber ja, auch was patriarchale Strukturen eigentlich mit, dem fehlenden Dasein von unterschiedlichen marginalisierten oder minorisierten Gruppen im Musikbereich, im Kunstbereich allgemein zu tun. Vielen Dank für diese schöne Ankündigung. Was wird aber von den Fördergeberinnen getan, um strukturellen Ausschluss entgegenzuwirken? Es ist eine Sache, was angeboten wird,
Ebenso wichtig ist die Frage, wie und mit wem Maßnahmen entwickelt werden. Diversity und Inklusion immer mehr zu einer ausgelutschten Floskel verwesen zu lassen, ist ein klares Don't. Bitte nicht. Das wäre schon mal ein Don't, was wir heute auch festhalten könnten. Es braucht die Entwicklung einer Praxis von Diskriminierungskritik oder diskriminierungssensibleren Ansätzen, wer die Kritik nicht mag. Es braucht die Entwicklung einer sensibleren Haltung zum Thema. Tokenism wäre schön zu vermeiden. Tokenismus. Es wäre wichtig, dass diese kurzfristige, feigenblattartige Einbeziehung diverser Akteurinnen auf den untersten Hierarchieebenen und in prekären Arbeitsverhältnissen. Das wäre mal ein Bad Practice Beispiel. Führt nicht zu Verteilungsgerechtigkeit und egalitären Repräsentation der Stadtgesellschaft oder Diversität als Farbklecks im Musikprogramm, aber nicht im Personal oder als Querschnittsmaterie im Programm durchzuziehen, wäre ein eher Nein. Diversifizierung kann ebenso wenig ein isoliertes Projekt sein. Das heißt, wir machen ein Diversitätsprojekt und dann laden wir uns rassifizierte Personen oder andere Personen ein, die diesem Diversitätsnarrativ entsprechen. Aber währenddessen schauen wir uns die Zugangsbarrieren unserer eigenen Institution nicht an. Das wäre auch ein No. Das heißt, Diversität muss als Leitungsaufgabe definiert werden. Und teilweise oder doch, nicht nur teilweise, sondern durchgängig als Top-Down in allen Ebenen verankert werden. Die Aufarbeitung von struktureller Diskriminierung, das bedeutet die Generierung von Informationen über die Formen des Ausschlusses und wen sie auch betrifft, ist wichtig. Das heißt, hier brauchen wir Informationen und fortlaufende Aufarbeitung. Und das schließt wieder an den Punkt vom Anfang, dass es diese Auseinandersetzung einfach braucht mit unterschiedlichen Formen der Diskriminierung. The common sense based on common difference in einer Gesellschaft, die sich Gleichheit und Diversität mit eigenen Beauftragten an die Fahne hängt. Was wir tun können, ist uns finden, zusammen Ressourcen bündeln, damit wir Räume kreieren, in denen jene von uns nachhaltig stärken und nähren, die minorisiert, marginalisiert, ausgeschlossen werden, mehr Menschen für die Sache mobilisieren und Spaces beschreiten, in denen wir Illoyalität gegen unterdrückerische Systeme praktizieren. Denn wir müssen illoyal bleiben gegen Ismen. Denn sie haben die Würde des Menschen am Gewissen. Und doch müssen wir alle unsere Hausaufgaben machen, um erst die Strukturen zu erkennen und um zu verstehen, wie Diskriminierung auf elitärem Wege funktioniert und sich reproduziert, wie schlichtweg auch in diesen Räumen hier. Wir wollen Taten sehen, mit meinen Kolleginnen ein bisschen gesprochen. Wir wollen Taten sehen und keine ausgelutschten Floskeln. Diversity und Inclusion sollten Verben sein, die das System auf den Kopf stellen. Vielen Dank. Dankeschön. Herzlichen Dank, Niasa Greit. Also wir haben es ganz eindeutig, wir haben die Startstipendien, das sind Stipendien für Musikerinnen und Musiker unter 35 Jahren, die sind, laufen ein halbes Jahr und sind mit 1.500 Euro pro Monat dotiert, also da geht es um 9.000 Euro und da haben wir noch 44% der Ansuchen werden von Frauen gestellt, also da ist es noch halbwegs ausgeglichen und 46% der Stipendien gehen dann an Frauen. Anders schaut es dann schon bei den Kompositionsförderungen an. Die Kompositionsförderung, das ist nicht ein bestimmter Betrag, sondern eine Kompositionsförderung bemisst sich an der Länge des Stückes und an der Besetzung. Und diese Förderungssumme wird selber von den Komponistinnen und Komponisten festgesetzt, beziehungsweise nach gewissen Vorgaben, die auch im MIKA veröffentlicht sind, was die Kompositionssätze sind. Und da sieht man schon wieder eine Veränderung nach unten. Bei den Kompositionsförderungen kommen nur 30% aller Anträge von Frauen, 34% der Kompositionsförderungen gehen an Frauen. Allerdings, was da wirklich auffällig ist, dass die Fördersummen, also die Antragssummen, um 14% niedriger sind als die der männlichen Kollegen. Das heißt, Frauen suchen wirklich um geringere Beträge an als Männer. Und ganz eklatant wird es dann bei den Startstipendien, das sind bei uns die großen Stipendien, die über ein ganzes Jahr laufen, mit 18.000 Euro pro Jahr. Und da sind nur noch 24% der Ansuchen von Frauen.
30% der Stipendien werden dann an Frauen vergeben. Also man sieht da wirklich einen Abwärtstrend, je länger die Frauen im Berufsleben sind, umso weniger wird hier um Förderung angesucht. Wir haben bei uns in der Sektion 2020 mit dem Fairness-Prozess gestartet. Der Fairness-Prozess, das ist eine Arbeitsgemeinschaft gemeinsam mit den Bundesländern, den regionalen Gebietskörperschaften, also auch mit Städtebund und Gemeindebund und den Interessensgemeinschaften. Ich finde, ein sehr konstruktiver und angenehme Zusammenarbeit von allen Seiten. Dieser Prozess wird in zwei Gruppen bearbeitet. Einmal eine Arbeitsgruppe mit den regionalen Gebietskörperschaften und eine mit den Interessensgemeinschaften, wobei es natürlich auch dazwischen Treffen gibt, wo alle zusammenkommen. In diesem Prozess werden Themen bearbeitet wie Transparenz, Kooperation, Nachhaltigkeit, respektvolles Miteinander und natürlich Fair Pay. Im Regierungsprogramm stand festgeschrieben, dass es eine Fair Pay-Strategie gemeinsam mit den regionalen Gebietskörperschaften zu erarbeiten gibt. Und das wurde auch getan. Und 2022 im Juni konnte diese Fair Pay-Strategie mit den regionalen Gebietskörperschaften auch präsentiert werden. In dieser Strategie steht festgeschrieben, dass alle österreichischen Gebietskörperschaften sich bereit erklären, einen Anteil zu fairerer Bezahlung in Kunst und Kultur zu leisten. Es ist so, dass die Bundesländer nicht aneinander gebunden sind, sondern selbstständig voneinander agieren. Das heißt, jedes Bundesland kann nach Maßgabe der Mittel und nach dem eigenen Zeitplan verfahren. Aber es ist festgeschrieben, dass sich alle daran beteiligen. Und der Bund hat im Jahr 2022 schon begonnen mit einem Fair-Pay-Topf von 6,5 Millionen, der auch vollkommen ausgeschüttet wurde. Wir haben im letzten Jahr über 700 Zusagen mit einer Fair-Pay-Widmung machen können. Heuer, also 2023, wird dieser Topf noch erweitert. Es sind 9 Millionen drinnen. Also wirklich eine beachtliche Steigerung, auch deshalb natürlich, weil 2022 noch nicht alle Institutionen und Künstlerinnen und Künstler um einen Fair-Pay-Beitrag angesucht haben und es auch im ersten Jahr bei manchen Institutionen nicht möglich war, wirklich diesen Gap zu 100% zu schließen. Dankeschön. Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Also vielen Dank erstmal, Frau Kohut, für diese Ausführungen. Sie haben ja gesagt, dass sich viel weniger Frauen bewerben für diese Förderungen, dass also eigentlich Geld da wäre, das nicht abgeholt wird sozusagen. Ja, das Geld wird insgesamt schon abgeholt, aber es sind einfach zu wenig Frauen, die sich darum bewerben. Also nachdem hier ja sehr viele Frauen heute sind, die Künstlerinnen und Musikschaffende sind und uns das wahrscheinlich alle wirklich sehr interessiert, würde ich Sie bitten, ganz kurz nur nochmal zu sagen, wo kann ich denn nachschauen, also nicht nur diese Fair-Pay-Geschichten, die ja mehr an Institutionen sich richten, sondern als einzelne Künstlerin, wie, also google ich BMKÖS und gebe als zweiten Google-Begriff Förderungen ein und finde ich da dann schon was es gibt oder was empfehlen Sie, wie mache ich so meine ersten Schritte in die Richtung, wenn ich eine Musikschaffende bin und jetzt vielleicht mir gerade denke, aha, da könnte es ja vielleicht was für mich geben. Ja, also auf unserer Website bmkös.gv.at sind alle Abteilungen angeführt. Also wenn Sie da auf die Abteilung Musik und Darstellende Kunst gehen, haben Sie einen Button, da steht Förderungen drauf und da sind alle Förderungen angeführt. Ja. Also egal, ob es jetzt Projektkostenzuschüsse, Jahresförderungen oder Stipendien oder Preise gibt, findet man alles auf dieser Website. Es sind alle Unterlagen herunterzuladen, Förderungsantragen. Es ist angegeben, was noch beigelegt werden muss, Kalkulationen, Biografien etc. Also es ist wirklich alles auf unserer Website zu finden und es sind auch unsere Telefonnummern da. Also wenn es irgendwelche Fragen gibt, jederzeit anrufen. Danke. Ich glaube, das war noch ganz wichtig, weil also ich habe so irgendwie gesehen, jetzt während Sie das noch gesagt haben, da hat so gerattert in den Köpfen und so manche denkt sich jetzt, aha, okay, also mache ich dann, schaue ich dann irgendwann mal. Dankeschön. Bitte Ermunterung an die Frauen, höhere Beträge einreichen. Haben wir auch gelernt. Glauben Sie nicht, dass Ihre Arbeit weniger wert ist. Danke. Also in meiner Branche, ich bin Musikerin, ich komponiere für meine Projekte. Und wir werden sie heute auch noch hören. Genau, 20 Minuten darf ich.
dafür habe ich mir nie gedacht, dass ich dafür ansuchen dürfte, könnte. Das heißt, mir fehlt das Wissen. Und ich glaube, das wissen wir alle, dass wir nicht genug Wissen darüber haben. Ich glaube, der Data würde das auch bestätigen. In meinem Tätigkeitsbereich finde ich es sowieso sehr verkehrt, dass ich Förderung ansuchen muss. Ich verstehe schon, ich investiere Zeit, um mein Programm zu erarbeiten, aber ich würde mich viel mehr freuen, wer das strukturell organisiert wäre und wenn die Veranstalter genug Geld haben, um eben faire Gagen zu zahlen, dann Reisekosten zu zahlen, weil und alles das, was halt gehört, weil es passt mir nicht, dass ich will ja als freischaffende Künstlerin mich damit beschäftigen. Kunst machen. Abgesehen davon, wenn man eine Förderung ansucht, muss man in die Rahmen passen, die diese Förderung vorgibt. Ich persönlich, das wurde auch angesprochen, dass wir eben in Corona-Zeiten, ich weiß, dass es uns in Österreich nirgends so gut gegangen, also den Musikern, Musikerinnen, wie in Österreich gegangen ist. Und wir haben das erste Mal erlebt, was so eine Art von bedingungslosen Grundeinkommen heißt. Und ich wäre absolut für einen Test oder nicht einen Test oder sofortige Einführung von bedingungslosen Grundeinkommen. Weil schlussendlich geht es, es sind sehr viele Themen und ich will jetzt 1000 Sachen ansprechen, so wie wir alle, aber genau. Oder man könnte sich das Sozialabsicherungssystem für Künstler in Frankreich anschauen, ein bisschen zum Beispiel. Oder die Tatsache, dass in Irland Künstler keine Steuer zahlen. Also es gibt ja viele Modelle, aber ich wäre für bedingungslosen Grundeinkommen. Das gibt Sicherheit, das gibt Freiheit und in meiner Branche, also freischaffende Musikerin, möchte ich mich an nichts halten, sondern frei sein, frei zu schaffen. Das ist es. Danke. Für mich war Förderungen überhaupt herauszufinden, dass ich da überhaupt würdig bin. Das war ein große Info. Es hat Sachen geändert für mich, weil wenn wir jetzt von Frauenquote und Gender Pay Gap sprechen, müssen wir auch über Frauenhass und Gender Data Gap sprechen natürlich. Und ich bin seit 18 Jahren in diesem Land und ich habe so viel Sexismus erlebt, dass ich irgendwann zu dem Punkt gekommen bin, dass ich das Gefühl hatte, ich werde nur in sexualisierte Form wahrgenommen von anderen Musikern und dann von anderen Musikerinnen werde ich gehasst dafür, dass die Männer mich sexualisieren, hassen mich die Frauen. Dann habe ich mich angeschaut. Förderung war für mich, von Rathaus kannte ich nur MO35. Das kennt jede Ausländerin, das ist furchtbar. Und dann habe ich herausgefunden, irgendein Musiker hat mir von MA7 erzählt. Und das war eine Offenbarung. Ich habe da eingereicht sofort. Komposition. Und diese Zusage war es war die erste Anerkennung, die ich in diesem Land bekommen habe, wo ich nicht gedacht habe, ich habe gesehen, wer sitzt in der Jury, Pia Palme, ich glaube, war das. Und mein erster Gedanke war, sie weiß nicht, wie ich ausschaue. Das heißt, ich habe das nicht bekommen, weil ich so ausschaue und nicht wegen meiner Haare, sondern sie hat etwas gesehen in mir. Und dann habe ich ganz oft gehört von Leuten, wir wollen ja Frauen. Ich wurde zu Festivals eingeladen. Mein Leben hat sich verbessert in diesem Jahr wegen Frauenquote. Man lädt mich ein, einfach so oberflächlich. Die Person weiß nicht einmal, was ich mache. Kuratorinnen. Ich gehe auch direkt hin und frage, bin ich deine Frauenquote bei einem Festival? Sehr oft ist die Antwort ja. Aber wir wollen ja und die gibt es nicht. Uns gibt's Leute. Wir brauchen eine Databank, wo man einfach reintippt. Ich suche Trompetenspielerinnen. Und dann, ich weiß nicht, das soll so einfach sein, so eine Databank schon haben. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich will mit Frauen und nicht-binäre und Transgender-Personen arbeiten. Aber ich bin in einer Monokultur. Wenn jetzt Landwirtschaft wäre, ich sitze mitten in einem Maisfeld und dann sagt man, ja, ich will ja was anderes essen, aber es gibt nichts anderes. Ja, gibt es, außerhalb von dem Maisfeld.
wenn ich von Monokultur auch spreche, das heißt, wenn ich eine Förderung einreichen möchte, das ist immer mit Auftritt verbunden. Das heißt, ich muss das präsentieren. In dieser Monokultur, alle Labels, Veranstaltungsorte, Kuratorinnen, Teams, Studios, Technik, Radiosendungen, überall sitzen meistens Männer, die mich auch dann mit mir flirten. Ich habe so oft gehört, ach, der flirtet ja mit jeder. Ich will sowas nicht mehr. Ich will nicht mit Männern arbeiten, die glauben, ich freue mich darauf, dass sie mich mit mir flirten. Ich habe ein Wort erfunden, vergewaltigen. Ich will das nicht mehr. Ich will auch nicht das Gefühl haben, mein Überleben hängt davon ab, ob ich irgendwelchen Männern gefalle. Persönlich, nicht meine Arbeit, sondern persönlich als Frau. Das war's. Dankeschön.